Ich bin Jana und zeige euch heute einen leckeren Tomaten-Gnocchi-Auflauf. Er ist super einfach und ganz flott zubereitet. Genau das Richtige für den heutigen Fleischfreitag. Lasst uns loslegen. Dieser Gnocchi-Tomaten-Auflauf kommt ganz ohne Fleisch aus und ist also perfekt für unseren heutigen Fleischfrei-Freitag. Der Ofen wird auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. 700 Gramm Kartoffelgnocchi werden in die Form gegeben und 250 Gramm gewaschene halbierte Kirschtomaten sowie eine kleingewürfelte Zwiebel werden zugegeben. 500 Gramm passierte Tomate wird mit 50 Milliliter Wasser und 2 Esslöffel Balsamico-Essig vermengt und gewürzt wird mit 3 Teelöffel Gemüsebrühe und etwas Pfeffer. Die fix angerührte Soße wird zu den Gnocchis gegeben und untergehoben. Das Ganze wird mit etwa 150 Gramm geriebenem Mozzarella bestreut, bei 200 Grad ca. 20 Minuten gebacken, wobei ich gerne 5 Minuten vor Backzeitende noch 40 Gramm Mandelblätter darüber streue. Ich in meinem heutigen Rezeptbeitrag verwendet habe. Ich wünsche viel Freude und guten Appetit beim Nachbrutzeln. Eure Jana.